mein Name ist Timo Scheider. Herzlich willkommen hier am Nürburgring, mein Heimrennen. Und ich zeige euch jetzt mal virtuell, was hier wichtig ist auf der Strecke. Ja, jetzt kommen wir zur Start und Ziel. Hier auf der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings. Hier ist DRS die wichtigste Phase, bringt ungefähr 2-3 Zehntel auf die Runde. Und dann in die Haarnadel, am besten einen Donut machen für die Fans. Natürlich nicht, aber das kann passieren, weil Scheitelpunkt fällt nach innen flach ab. Und da ist es wirklich wichtig, sensibel auf der Bremse zu sein, aber eben auch frühzeitig wieder am Gas, um dann für Turn 2 sich vorzubereiten, wo sehr wenig Grip ist. Turn 3 sehr enge Passagen, das Auto muss mechanisch gut sein. Hier am Ausgang der Arena wieder über die Curbs alles mitnehmen, was man am Platz hat. Und dann geht es schon zu Kurzanbindung, zweiter Gang normalerweise. Da fällt die Strecke und der Scheitelpunkt ziemlich nach innen ab. Das heißt, Bremsen ist nicht ganz so einfach. Deswegen auch da vorsichtig sein. Bit 1 und 2, da geht es darum, viel Schwung mit durchzunehmen. Ist eine aerodynamische Kurve. Bedeutet, das Auto muss aerodynamisch gut abgestimmt sein hier. Runter in die Hatzenbach, viel Schwung mitnehmen. Auch hier wäre DRS möglich. DRS bringt auch hier genauso viel von der Länge der Geraden wie auf Start und Ziel. Das heißt, man hätte eigentlich zwei Möglichkeiten, das DRS gut zu nutzen. Dann Vedol Z, die langsamste Stelle von der ganzen Strecke. Sehr schwierig, weil der Curb viel Unruhe bringt in der Beschleunigungsphase, aber auch beim Einfahren schon ins Eck. Und dann sind wir schon wieder bei Start und Ziel. Die letzte Ecke sauber innen am Körper entlang und viel Schwung mit auf die lange Gerade nehmen. So, 4 Minuten hat die Runde jetzt gedauert. Weltklasse. Ja, das ist ein bisschen wie in meiner Rennsaison.